Ein zweifach statisch unbestimmtes System ist gegeben. Die Abmessungen sind auch gegeben. Ein Kästchen entspricht jeweils 1 Meter. Die habe ich hier nicht reingemalt. Das hier sind also dann zum Beispiel 5 Meter und so weiter. Die Abmessung kann man sich dann also denken. So, C ist 2200, EI ist 2000, EA, GA ist unendlich, eine wandernde Einzellast auf dem oberen Stabzug, 1, 2, 3. Wir suchen die Einflusslinie für die vertikale Verschiebung in der Mitte, also Punkt 4 oder Punkt 2, ist völlig egal. Ja, und dann soll man anscheinend erstmal die Verschiebung W1 und W2 ausrechnen. Dann soll man sich mit den Omega-Zahlen den Teil dazwischen ausrechnen und dann das Ganze grafisch darstellen. Das Ersatzsystem ist bereits vorgegeben, also das statisch bestimmte Grundsystem oder wie immer man das nennen will. Das gehört also, das statisch bestimmte Grundsystem wird es hier genannt, in Ordnung. Das heißt, wo X1 und X2 ist und wo die Gelenke einzufügen sind, wird uns vorgegeben. So, weil wir die Einflusslinie für eine Weggröße suchen, müssen wir an der Stelle eine Kraft 1 aufbringen. Wenn wir die Summe der Horizontalkräfte machen, dann ist diese Kraft hier 0, denn im Prinzip kann keine andere Stelle kann eine Horizontalkraft aufnehmen, also kann die Horizontalkraft da nicht sein. Wenn ich dann die Summe der Momente um 2 mache für das untere Teil, stelle ich fest, dass das hier auch 0 ist. Dann wird die Kraft 1, also hälftig auf beide Lager verteilt. Wir haben hier eine Kraft von 1,5. Wir haben hier auch eine Kraft von 1,5. Das wird jetzt mit 5 multipliziert und ergibt dann mit 2,5 die M0-Fläche. Wir sind hier also bei plus 2,5, haben die M0-Fläche. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Feder gegebenenfalls zu überlagern ist. So, wir sind bei 1. Aus Summe H ist diese Kraft hier wieder eine Nullkraft. Hier ist also keine Kraft. Wenn ich die Summe der Momente für das untere Teilsystem mache, dann habe ich hier jetzt also eine Kraft von 1 durch 5. Wenn ich um den Punkt, wie sollen wir nennen, ich glaube der Punkt wird hier 1, 2, 3, 4, 5 genannt. Wenn ich um den Punkt 5 die Summe der Momente mache, stelle ich fest, dass sich das Moment als innere Größe raushebt, dass nur die Federkraft da ist und damit ist die Federkraft hier auch 0. Ja, dann kann ich natürlich die Summe der Vertikalkräfte machen und habe hier wieder die Kraft 1/5 und damit ist die Momentenfläche fertig. Die Momentenfläche sieht jetzt also so aus. Durch eine nicht zugeschickt angelegte gestrichelte Faser ist das Moment hier also positiv. Hier ist das Moment negativ und hier ist das Moment negativ und hat den Wert 1. Federkraft gibt es also nicht. Hier haben wir keine Federkraft drin. Die M1-Fläche ist fertig. So, wir sind bei der M2-Fläche. Und wieder müssen wir uns überlegen, wie man die Kräfte ausrechnet. Die Horizontalkraft in dem Knoten 5 ist natürlich wieder 0, wegen der Summe der Horizontalkräfte für das Gesamtsystem. Dann können wir die Summe der Momente machen um das Gelenk. Man beachtet, dass die Gleichgewichtsreaktionen und deren Reihenfolge immer die gleichen sind. Wenn ich das also einmal rausgekriegt habe und das sich einmal bewährt hat, kann ich das immer beibehalten. Ich kann jetzt also um den Knoten 2 für das untere Teilsystem die Summe der Momente machen. Und dann bekomme ich raus, dass ich hier eine Kraft habe und diese Kraft ist dann 1 durch 5. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet, ich habe hier ein Moment, das 1 ist und das dann eben bis hierhin verschwindet. Plus 1 und hier ist nichts. Ja, das bedeutet, wenn ich mir den oberen Balken angucke, wird der obere Balken in der Mitte durch eine vertikale Kraft 1/5 belastet. Die Summe der Momente um 2 für das obere Teilsystem sagt jetzt, dass beide Kräfte gleich groß sind. Das heißt, ich muss hier jetzt 1/10 haben und ich muss hier auch 1/10 haben. Die 1/10 werden dann mit 5 multipliziert, sodass ich eine Momentenfläche bekomme, die den Wert 1/2 hat. Die Federkraft nicht zu vergessen, hier also 1/10 und hier 1/2, beides mal Druckkräfte.
und damit können wir die Sache dann loslegen lassen. Wir haben ein Gleichungssystem, das sagt aus Delta 1,1, Delta 1,2, Delta 1,2, Delta 2,2 mal x1, x2 ist minus Delta 1,0, Delta 2,0. Was bedeutet das? Das bedeutet praktisch, dass ich eine Momentenfläche habe, die sich zusammensetzt aus einer M0-Fläche plus x1 mal einer M1-Fläche plus x2 mal einer M2-Fläche. Diese Momentenfläche wird jetzt einmal mit der 1-Fläche und einmal mit der 2-Fläche überlagert, wobei eben an den Stellen, wo ich die statisch Unbestimmten angesetzt habe, keine Relativverdrehung auftauchen. Und deswegen bekommt man dann raus, dass Delta 1,0 plus x1 mal Delta 1,1 plus x2 mal Delta 2,2 gleich 0 ist und dasselbe für den zweiten. Und dadurch kommt das Gleichungssystem zustande. Damit kann ich also x1 und x2 auflösen, wenn ich die Teile habe. So, wir rechnen das Delta 1,1 aus. Das Delta 1,1 ist also jetzt die M1-Fläche mit sich selber überlagert. Und das ist erstmal ein Drittel, ist der Tafelwert, mal 1 Quadrat mal 5 und 5 sind 10. Dann habe ich beide Dreiecke zusammen. Und jetzt kommt nochmal 1 für das Rechteck und nochmal 1 Quadrat und 3 Meter. Das Ganze wird durch EE geteilt, Federkräfte gibt es nicht, das Delta 1,1 ist fertig. Dann sind wir beim Delta 2,2. Ich muss die 2-Fläche mit sich selber überlagern. Dann habe ich erstmal ein Drittel mal 1 Quadrat mal 5, ist also das Dreieck, was ich unten habe. Und dann habe ich oben nochmal ein Drittel mal 1/2 zum Quadrat mal 10. Das Ganze wird durch EI geteilt und ist die Momentenfläche. Und jetzt muss ich noch die Feder überlagern. Das ist 1/10 zum Quadrat durch C. Wir sind beim Delta 1,2, die 1-Fläche mit der 2-Fläche. Und da habe ich unten erstmal den Tafelwert 1/6, eine 1 und 5 Meter. Und jetzt kommt oben ein negatives Vorzeichen. Der Tafelwert ist 1/3. Dann habe ich dort stehen 1, 1/2 und 5 durch EI geteilt. Federkraft kommt nicht dazu und das Ergebnis ist hier übrigens dann eine 0. Die anderen Ergebnisse hatte ich schon vorher im Taschenrechner. Delta 1,1 wäre dann also 3,1667 mal 10 hoch minus 3 und dann sind wir beim Delta 2,2. Und das ist dann 1,25455 10 hoch minus 3. So, Delta 1,0. Wir überlagern die 1-Fläche mit der 0-Fläche. Das ist erstmal ein negatives Vorzeichen. Überlagerungszahl ist 1/3. Das eine Moment ist 2,5, das andere Moment ist 1. Die Länge ist 5 Meter. Das ist jetzt also eingezeichnet, diese Fläche mit dieser Fläche überlagert. Also Tafelwert M, das eine Moment, das andere Moment, die Länge und durch EI geteilt. Federkraft ist dabei nicht zu berücksichtigen, sind wir beim Delta 2,0. Da müssen wir wieder die Flächen überlagern. Das heißt, diese Fläche mit dieser Fläche wären dann 1/3, 2,5, 1/2 mal 10 durch EE geteilt. Und dann kommt dazu plus 1/2 und 1/10 durch C. Ja, habe ich vorher schon alles ausgerechnet. Delta 1,0 ist also 2,0833 negativ mal 10 hoch minus 3. Und das Delta 2,0 ist 2,10606 mal 10 hoch minus 3.
So, ich prüfe gerade nochmal, ob die Formeln auch das sind, was ich vorher eingegeben habe. Die erste sieht gut aus. 1/5. Ich prüfe also gerade mit dem nach, was ich vorher auf dem Zettel ausgerechnet habe. Minus 1/3, 2,5 i ist in Ordnung. 1/3, 2,5, 1/2, 10 ist in Ordnung. Sieht auch in Ordnung aus. Sieht alles richtig aus. Ja, jetzt wollen wir ausrechnen die Verschiebung W1. Die Verschiebung W1, ja, ganz allgemein erstmal, man hat hier ein Koordinatensystem. Das Koordinatensystem ist x, z und y. Und die Verschiebungen dazu heißen dann eben u, v und w. So kommt man darauf, die Verschiebung w zu nennen. W ist also die Verschiebung in z-Richtung, u ist die Verschiebung in x-Richtung und 1 ist der Knoten 1, wo die Feder dran hängt. Bevor wir W1 ausrechnen, sollten wir die Feder ausrechnen. Und wir wissen ja, dass die Federkraft aus der Nullfläche, der 1-Fläche und der 2-Fläche besteht. Wir können also die Feder aus der Nullfläche nehmen und die ist gerade 1/2. Achso, ich habe das Gleichungssystem noch nicht angegeben. Ich habe hier natürlich jetzt die Möglichkeit, x1 und x2 zu berechnen. Man sollte dabei immer auf das Minus achten, das schon viele Fehler verursacht hat. So, was haben wir also für x1 raus? Für x1 kommt jetzt raus 0,65789. Und für x2 kommt raus, sind natürlich Kilonewtonmeter, minus 1,67874. Das wären also die Ergebnisse. So, wir wollten die Federkraft gerade ausrechnen. Aus der Nullfläche kommt eine 1/2, aus der 1-Fläche kommt nichts. Und jetzt kommt noch dazu, also wenn ich das Vorzeichen echt mache, ist es minus 1/2, weil es Druck ist. Und jetzt minus 1/10 und das muss ich mal nehmen mit x2. Damit kommt dann die Kraft F raus und die ist minus 0,33213 Kilonewton. Ich tippe es gerade nochmal nach. Minus 0,5 minus x2 durch 10, um Fehler zu vermeiden. Ja, und wenn ich wenn ich eine Zugfeder habe, wird die Feder länger. Wenn ich also die Druckkraft nehme, wird die Feder kürzer. Wenn ich das durch c teile, die Federverkürzung durch c, also die Federverkürzung ist die Verschiebung des Punktes. Dann kann ich also das Ding W1 nennen und ausrechnen. Das W1 ist dann gerade gleich 0,15097 Millimeter. So, jetzt sind wir beim W2. Um das W2 auszurechnen, muss ich ja im Prinzip nur die Nullfläche mit der fertigen Momentenfläche überlagern. Ich kann also feststellen, dass das W2 gerade Delta 0,0 plus X1 mal Delta 1,0 plus X2 mal Delta 2,0 ist. Was nichts anderes ist als unsere M0-Fläche mit dieser Fläche hier überlagert. Ja, und dann kann man eben gucken, was passiert. Ich überlagere also das mit dem und das mit dem und das mit dem. Und damit habe ich die Nullfläche mit der gesamten Momentenfläche überlagert. Und da ich ja die Werte Delta 1,0 und Delta 2,0 schon kenne, wie praktisch, muss ich nur den Delta 0,0 noch ausrechnen. Um den Delta 0,0 auszurechnen, mache ich jetzt also Folgendes. Ich überlagere die Nullfläche mit sich selber. Da habe ich erstmal den Tafelwert 1/3. Dann habe ich 2,5 zum Quadrat. Dann habe ich die Länge 10. Und das teile ich durch EI. Und dazu kommt jetzt Plus. 1/2 zum Quadrat durch C. So, ich gucke gerade mal. Delta 0,0 hatte ich also raus. 10,5303. Ich runde also nie und gebe hier ein paar Kommastellen zu viel an, damit ich, falls Fehler sind, damit man weiß, wo die herkommen. Ich rechne es gerade nochmal aus. 2,5 hoch 2 mal 10
durch 3 durch EI plus 1 durch 4 durch C. Kommt da wieder der gleiche Wert raus? Jawohl, der gleiche Wert kommt raus. 10,53 mm. Ja, damit können wir dann also das W2 ausrechnen. Also das E2, da hatten wir raus 5,62415 mm. Sind also wieder zwei Stellen zu viel angegeben. Ich rechne gerade nochmal nach. Der Delta 00 plus X1 mal der Delta 10 plus der X2 mal Delta 20. Ob das Ergebnis nochmal rauskommt. 5,624 mm. Jawohl, passt. So, dann brauchen wir noch die Momente. Das Moment oben links ist natürlich 0. Wir haben also ein M12, das ist 0. Ein M21 haben wir aber. Wir haben also ein M21. Das ist das Moment von Knoten 2 in Richtung 1. Und das ist erstmal 2,5 plus 1 gibt es nicht. 1,5 mal x2 mal 1,5. Und dann sind wir beim M23. Das ist das Moment vom Knoten 2 nach rechts. Und das ist erstmal genau dasselbe, was wir hier haben. Das können wir dann einfach duplizieren. Und dann kommt von der 1-Fläche noch ein Teil dazu. Und der ist dann minus x1. Das ist jetzt also das Moment rechts vom Knoten 2, der aus allen drei Anteilen besteht, die ich dann eventuell, also den Nullteil ohne Multiplikation und 1 und 2 mit x1 und x2 multipliziert. So, dafür haben wir jetzt ein M21 ausgerechnet. Das ist dann 1,6606 Kilonewtonmeter und ein M23, das ist dann 1,0027 Kilonewtonmeter. Ich rechne auch den nochmal nach, 2,5 plus x2 durch 2 minus x1, kommt immer noch derselbe Wert raus. Ja, nachdem wir soweit sind, können wir jetzt ausrechnen, dass W an einer beliebigen Stelle Xi im Bereich 1, 2, was wir machen sollen, und das ist ja dann gerade gleich, dass W2 mal Xi plus das W1 mal Xi' plus das M von 2 nach 1 mal 5 Quadrat durch 6 EI mal Xi minus Xi hoch 3. Genauso können wir das W von Xi ausrechnen im Bereich 2, 3. Und das ist dann gerade gleich W3, der ist natürlich 0, mal Xi, plus W2 mal Xi' plus M von 2 nach 3 mal 5 Quadrat durch 6 EI mal Xi minus Xi hoch 3. Das Xi ist x durch L und L ist 5 Meter und das Xi' ist 1 minus Xi und damit 1 minus x durch L. Ja, damit haben wir die Funktion und jetzt müssen wir nur noch die Drittelspunkte einsetzen, dann habe ich gleich alles. Ich kann jetzt also sagen, ich setze für x oder für Xi, setze ich jetzt besser gesagt ein Drittel ein. Und dann setze ich für das Xi' setze ich 2/3 ein. Und dann rechne ich mir den ersten aus. Und dann nenne ich den mal, ist jetzt ziemlich blöde, weil ich die normalerweise durchnummeriere. 1, wie muss ich die jetzt nennen? 1, 2, 5 Knoten haben wir, fangen wir beim W6 an. W6 rechne ich aus, W7, dann haben wir das W8, was ich jetzt ausrechne mit den Formeln. So, jetzt rechne ich also den W6 aus. Das ist dann gerade gleich W2 mal mein X plus mein W1 mal Y ist bei mir Xi'. Und jetzt kommt plus M21 mal 25 durch 6 durch EI mal X minus X hoch 3.
Jetzt habe ich W6 ausgerechnet, das ist also der erste Drittelspunkt auf der linken Seite. Und jetzt kann ich den W8 ausrechnen, den soll ich übrigens gar nicht ausrechnen, ist mir aber egal. Und kann sagen, das ist der W2 mal Y plus M23 mal 25 durch 6 durch EI mal, hier muss doch C' hin, das Moment ist links, Y minus Y hoch 3. So, dann müssten wir es haben. Und jetzt kann ich eben im Prinzip den erhöhen und kann sagen, aus x mache ich jetzt 2 Drittel, das ist mein Xi, und aus y mache ich nur 1 Drittel. Und jetzt kann ich dieselben Formeln nochmal verwenden und dann habe ich W7 wieder mit der gleichen Formel, also mit der Formel W1,2. Ich gucke nochmal, ob ich da alles richtig drinstehen habe und das sieht ganz gut aus. Und jetzt kommt das W9. Und das W9 rechne ich jetzt mit der unteren Formel wieder aus, also mit W2 mal Y, M2, 3, 25, 6, EI, Y minus Y hoch 3, alles gut. So, und dann haben wir folgende Werte raus. Für W6 habe ich jetzt raus 3,0004 mm. Und für W7, das ist der nächste Drittelspunkt, habe ich dann raus 5,0811 mm. Für das W8 habe ich raus 4,5231 mm. Und für das W9 habe ich raus 2,4937 mm. So, dann gucken wir nochmal, wie die ganze Sache kommt. So, das sind jetzt also 6 Kästchen. Jetzt dupliziere ich mir den noch ein paar Mal. Das ist dann natürlich ein eigener Maßstab, aber dann kann ich die natürlich am besten abgreifen. Habe ich hier den ersten Drittelspunkt, hier den nächsten, hier den nächsten. Hier habe ich den Punkt 2. So, wir haben hier also die Punkte 1, 2 und 3. Dann habe ich die Punkte hier 6 und 7 genannt und die hier habe ich jetzt 8 und 9 genannt. So, unser W1 sind 0,15 mm, also das W1 ist praktisch nicht sichtbar. Dann sind wir beim W6, da sind wir bei 3 mm. Jetzt frage ich mich, welchen Maßstab wähle ich. Ja, wählen wir mal 3 Kästchen, das ist natürlich dann ziemlich viel, das sind ziemlich große Werte. Also das W1 wären in dem Maßstab nochmal 0,15 Kästchen, also sehr klein, fast nicht zu sehen. Dann sind wir beim W7, das wären also die 5,08. Da sind wir also im Prinzip, können wir sagen, im Zeichen bei W5 ungefähr, W2 5,6. Wären wir hier. Dann kann ich den W8 ansetzen, 4,5. Das ist übrigens nicht nur eine grafische Darstellung, das ist auch eine Kontrolle. Denn wenn man sich irgendwo verrechnet hat, dann wird man im Kurvenlineal sofort feststellen, kann nicht. So, und hier haben wir 2,5. Das heißt, das Kurvenlineal passt ganz gut. Und dann hat man eben im Prinzip noch eine Krümmung. Ich suche gerade mein Kurvenlineal, das habe ich leider nicht gerade gelegt. Na, da ist was. So, und ich weiß, die Krümmung, wie die aussieht, das Moment ist am Rande 0 und wird dann immer größer. Das heißt, die krümmere Seite des Kurvenlineals muss zur Mitte hin liegen. Und dann kann man gucken, ob es eine Stelle im Kurvenlineal gibt, die diese Werte miteinander verbindet. Und ich denke, die eine Seite, die hat schon mal geklappt.
Hier darf jetzt kein Knick kommen. Die andere Seite muss auch die ganze Zeit die gleiche Krümmung aufweisen und die Krümmung muss zur Mitte hin am stärksten sein. Ja, und da sehen wir eigentlich schon das Kurvenlineal bestätigt, also dass die Werte zumindest plausibel sind. Die absolute Richtigkeit kann man so natürlich nicht kontrollieren, aber das hier wäre jetzt die Einflusslinie für die Verschiebung an dem Knoten, wie haben wir ihn genannt, 4 war das wohl. Ja, interessant ist übrigens, wie man sowas auswertet. Stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Streckenlast. Das wäre natürlich auch ganz sinnvoll. Nehmen wir an, wir hätten jetzt also eine Streckenlast, die zum Beispiel von hier bis da reichen würde. Wie müsste man das Ding dann auswerten, wenn wir eine solche Streckenlast hätten? Und das würde dann wieder mit der Simpson-Formel gehen. Wir würden also im Prinzip sagen, dass die Verschiebung, die wir ausrechnen, die wäre dann gerade gleich die Streckenlast Q, die wir jetzt natürlich nicht haben, weil wir es nicht auswerten sollen. Und jetzt müsste ich eben im Prinzip nehmen W1 plus 3W6 plus 3W7 plus die Verschiebung W2. Das Ganze müsste ich durch 8 teilen und mit der Länge L1 mal nehmen, die 5 ist, 5 Meter, wenn man will. So, und dazu müsste ich dann natürlich addieren für die andere Seite. Dann hätte ich wieder das W2 plus 3 mal W8 plus 3 mal W9. Und dann hätte ich plus das W3 und das W3 ist 0. Das Ganze würde ich durch 8 teilen. Mal 5 Meter, wenn ich die Streckenlast im linken und im rechten Bereich hätte. Ich könnte auch Q1 links und Q2 rechts ansetzen, könnte ich dann auch auswerten. Käme natürlich dann eine Verformung raus. Das wäre also sozusagen ein modifizierter Simpson. Wir kennen ja also den Simpson für die Viertelspunkte. Wenn ich eben im Prinzip hier habe 1 und hier 4 und hier 1. Und wenn ich es in den Drittelspunkten habe, dann lautet die Simpson-Formel eben so, 1, 3, 3, 1. Hier muss ich das Ding natürlich durch 6 teilen und hier muss ich das Ding durch 8 teilen und immer mit der Länge mal nehmen, nicht vergessen, und mit der Streckenlast vorher schon multiplizieren. So kann man das Ding auswerten und das wäre alles. So, wir gehen also nochmal durch. Ach ja, da ist noch was Interessantes in der Musterlösung. Da sieht man, dass sie die Verschiebungen plötzlich WA und WB genannt haben. Daraus kann man natürlich schließen, dass das Ganze hier eine uralte Klausuraufgabe ist, die früher mal der Haker durchgerechnet hat. Früher wurden die Punkte sinnvollerweise alle bezeichnet mit A, B, C, D, E. Die Stäbe wurden mit 1, 2, 3, 4, 5 durchnummeriert. Das fand ich alles sehr sinnvoll. Ja, und die haben sie jetzt anscheinend wieder eine neue Klausur umgewandelt. Und dabei haben sie vergessen, den Knoten A in, ich weiß nicht was, A1, glaube ich, und B in 2 umzunennen. Und dann sieht man das eben an der Musterlösung. Also das ist offensichtlich eine alte Klausur, die früher mal gerechnet worden ist. Die Musterlösung scheint das zu verraten. Ja, gehen wir nochmal alles durch. Also wir haben ein zweifach statisch unbestimmtes System. Normalerweise müssen wir das Ersatzsystem selber festlegen. Hier ist es gegeben. Wir setzen an der Stelle, wo wir die Verformung haben wollen, eine 1-Last an und zeichnen eine Nullfläche. Für die unbestimmten 1 und 2 zeichnen wir eine 1- und 2-Fläche. Wir bilden das übliche Gleichungssystem und rechnen x1 und x2 aus. Dann können wir durch die Addition von 0, 1 und 2 Fläche die Federkraft ausrechnen und die Federkraft durch c geteilt gibt die Verformung an der Stelle 1. Die Verformung an der Stelle 2 können wir dadurch ausrechnen, dass wir uns sagen, wir müssen im Prinzip nur die M0-Fläche mit der gesamten Momentenfläche überlagern und dann kommen wir auf die Formel Delta 0, 0 plus x1 mal Delta 1, 0 plus x2 mal Delta 2, 0. Das heißt, wir können darauf verzichten, die gesamte Momentenfläche überhaupt zu zeichnen, was natürlich keine große Schwierigkeit wäre. Nachdem wir die Verschiebung in W1 und W2 rausgenannt haben, das ist das, was die mit Star meinen, das ist also im Prinzip nur der erste Teil von dem W. Das hier, was hier steht, das ist also bei denen Star, weil da die Krümmung nicht berücksichtigt wird. So, und wenn man das eben berechnet hat, dann kann man mit den Omega-Zahlen das ausrechnen. Und dazu braucht man jetzt wohl das M21 und das M23. Das M21, also auf der linken Seite, das M21 ist das Moment hier und das M23
ist das Moment da. Ja, damit hat man dann die Möglichkeit, die Drittelspunkte mit den Omega-Zahlen einzuhängen und kann die gesamte Einflusslinie zeichnen und kann die für Einzellasten auswerten, indem ich einfach die Kraft F mit dem entsprechenden Ordinatenwert der Einflusslinie mal nehme, oder ich kann es für eine Streckenlast auswerten. Und da ich es hier jetzt nicht in den Viertelspunkten, sondern in den Drittelspunkten habe, muss man natürlich auch die Simpson-Regel kennen, die man für so einen Fall braucht.